diese Woche gleich mehrere Neuigkeiten zum Split-Copyright-Thema für Musikverlage. Im CWR-Export werden Autorenanteile, die von mehreren Verlagen vertreten werden, nunmehr berücksichtigt. Woran erkennen wir das? Indem wir uns ein solches Werk basteln. Bevor wir das tun, schauen wir in eine CWR-Datei hinein. Wir gehen zu einem Verlagsvertrag, zum Werkereiter, in die Exportfunktion, wählen CWR 2.1 und starten den Export, öffnen die Datei. Abspeichern, öffnen. Hier ist sie. Und was man in dem Gewusel unschwer erkennen kann, ist hier, dass das erste Werk, Fixwork 1, abgebildet ist. Und jetzt achten wir mal auf diese Zeile, PWR, Fix Publisher 1. Das heißt, der vorherige Autorenanteil wird vertreten von diesem Verlag. Das ist das, was diese Zeile aussagt. PWR steht übrigens für Publisher for Writer, oder ich würde es eigentlich eher Publisher-Writer Relationship nennen, oder auf Deutsch UVZ. Wenn wir nun in unser Werk zurückgehen und einen zweiten Verlag erfinden und hinzufügen, das machen wir jetzt testweise einmal, Zeile hinzufügen, suchen uns einen beliebigen Dummy-Eintrag, wählen die entsprechende Rolle, Originalverlag aus, behaupten er sei GEMA-Mitglied und tragen hier hälftige Verlagsanteile ein, müssten rein theoretisch oder rein praktisch eigentlich diese Anteile des eigentlichen Originalverlags natürlich ebenfalls halbieren. Das ersparen wir uns, weil was wir zeigen wollen, ist dies hier. Wenn wir jetzt zum Komponistenanteil gehen, haben wir eine Mehrfachauswahl und können sagen, dein Komponistenanteil wird von Fix Publisher 1 und dem anderen Publisher von beiden vertreten. Wenn wir nun zum CWR-Export zurückkehren, es handelt sich ja um dasselbe Werk, wir haben nur die Beteiligten verändert, gehen auf die Exportfunktion, starten sie. Sehr schön. Alf korrigiert einen hier, beziehungsweise weist einen darauf hin, dass das so nicht geht, denn die Werkanteile im AR überschreiten 100%. Wir passen die Anteile entsprechend an, so wie es sich gehört. Speichern ab. Gehen wieder in den Export der Werke aus dem Verlagsvertrag heraus, starten einwandfrei, speichern die Datei, schauen hinein und erwarten jetzt einen zweiten PWR-Eintrag und tatsächlich, hier ist er. Es handelt sich um das Werk 1, hier ist ein PWR-Eintrag für den einen Publisher und hier ist der PWR-Eintrag für den zweiten Publisher. Wir haben also gesehen Split Copyrights im CWR-Export, wir haben auch gleichzeitig den Edit-Modus gesehen, dass man dort Split Copyrights händig eintragen kann. Es ist ebenfalls abgebildet in der Anmeldung, Werkanmeldung original verlegter Werke bei der GEMA. Wir haben jetzt hier keins, aber wenn wir jetzt hier eine Werkanmeldung durchführen würden, dann würden diese Split-Copyright-Daten entsprechend korrekt übergeben. Und zu guter Letzt ist es ebenfalls abgebildet im Werke-Import auf Basis der Alf-Excel-Vorlage und die schauen wir uns kurz an. Wir gehen hier auf die Hilfe, gehen zu den Excel-Vorlagen, Werk importieren, sehen schon, es gibt eine Aktualisierung vom Oktober Version 6, Eingabemöglichkeit für Co-Publishing geschaffen, anderer Ausdruck dafür, schauen in die Excel selber und haben dort zwei Tabellenblätter, die von Bedeutung sind, nämlich einerseits, wo ich die eigentlichen Werkdaten eintrage in der Spalte UVZ, um die geht es nämlich, und habe dazu auch in der Ausfüllhilfe eine Aktualisierung, wie ich ein Split-Copyright eintrage, nämlich einfach dadurch, dass die Vertreter mit der Raute geteilt eingetragen werden, so wie man das hier im Beispiel sieht. Viel Verlag mal wieder, dennoch oder gerade deswegen eine schöne Woche.